Hallihallo allerseits. Heute bin ich wieder ein bisschen früher dran mit unserem Abendgebet. Um 21.30 Uhr versammeln wir uns dann wieder alle gemeinsam, um für diese Welt zu beten, um dafür zu beten, dass möglichst viele offene, lichtsuchende Geister es schaffen, dieses Nadelöhr zu durchqueren. Möglichst weitgehend unbeschadet. Vieles liegt an uns selbst. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir es schaffen, Veränderungen im Denken und Tun vorzunehmen, und zwar zum Guten, wenn es uns gelingt, dass wir uns von alten, dummen Angewohnheiten lösen, von rechthaberischen Durchsetzungsmächten, die in uns immer noch das Regiment führen wollen. Und vom Bockbein. Vom Bockbein haben wir schon öfter gesprochen. Das Bockbeinige in uns, wie es der von mir sehr geschätzte amerikanische Schriftsteller Prentice Mulford so schön vor 100 Jahren in seinem Büchlein Unfug des Lebens und des Sterbens berichtet hat. Das Innere, ich stemme mich dagegen, ich will hier bleiben, ich will weiter meine Wollensvorstellungen umsetzen, ich will mich gegen das Licht stellen, ich will weiter in diesem Menschen herrschen. Ja, das ist das Bockbein. Und dieses Bockbein, wir haben das schon öfter untersucht, der Teufel wird ja manchmal dargestellt mit so einem Bein, das eben einen Huf hat. Das ist ein Bockbein. Also dieses Bockbeinige, das sich gegen das Gute und Richtige Stemmende in uns, kommt vom Dunkel, von ihm persönlich, von dem dunklen, gefallenen Erzengel. Ja, jetzt kommen wieder Zuschriften, wer Luzifer wirklich ist. Also wir können viel über Luzifer erfahren, wer er ist, wie sein Fall stattgefunden hat und was sein Ziel ist mit unserer Welt. All das steht gut beschrieben in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit. Wo wir aber auch erfahren dürfen, dass der Teufel eigentlich schon gebunden ist, gefesselt, dass er aber mit dem sich aufbäumen so viel Alarm, so viel Lärm macht, dass fast die ganze Welt vor ihm erstarrt und meint, er sei eine Gefahr. Dabei ist er im Geistigen, im Licht schon längst überwunden. Wenn das die Menschen doch wüssten, dann würden sie sich vielleicht viel leichter gegen das Dunkel stellen. Aber solange sie sich natürlich vor den dunklen Karren spannen lassen und dann ihre Mitmenschen ausspionieren und sich aufführen, als ob sie schon im Vorhof der Hölle wären und Preise dafür bekommen würden, wer am meisten anderen schadet, ja, solange das so ist, ist es natürlich ein Kampf zwischen Licht und Dunkel. Den aber, und das muss man einfach wissen, das Licht längst gewonnen hat. Also was hindert uns denn jetzt, uns auf diese Seite zu begeben, wo wir sowieso in unserem Inneren wissen, dass es der viel bessere und der viel richtigere Weg ist? Wie ich das mache? Indem ich mich bemühe, die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze zu erlernen. Indem ich diese drei Bände im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft, wie man sie auch nennt, mal näher ansehe. Und dann das tue, was ich als Mensch wahrscheinlich schon in meinen letzten Inkarnierungen nicht getan habe, versäumt habe. Dass ich mich darum kümmere, in welchen Gesetzmäßigkeiten wir Menschen hier eigentlich leben. Und uns die Frage zu stellen, dürfen wir wirklich alles das tun, was wir machen? Oder gibt es da moralische, ethische Lichtgrenzen, die, wenn wir sie versuchen zu übertreten, auf uns zurückkommen und eventuell
unter anderem uns dahin führen, wo wir jetzt gerade stehen. Wer diese drei Bände liest, dem sei immer wieder empfohlen und darauf hingewiesen, bitte chronologisch lesen. Es ist ein sich aufbauendes Wissen. Und wer jetzt einfach wild Kapitel sucht und sagt, oh mein, das klingt aber interessant, der tut sich selbst keinen guten Dienst, weil er vieles nicht verstehen kann, was dort geschrieben ist, ohne die Stufen vorher alle in Ruhe gegangen zu sein und in Ruhe die Texte gelesen, durchdacht, für sich selbst geprüft zu haben. Das ist das, worauf der Autor uns immer wieder aufmerksam macht. Selbst zu prüfen, zu hinterfragen, nicht einfach alles hinzunehmen. Und das gilt natürlich übrigens nicht nur für diese drei Bände so, sondern für alles im Leben. Auch für die Nachrichten, die man hier sinnloserweise oft konsumiert. Oder auch die Ankündigungen der Regierung und der Berater der Regierung. All das sollten wir uns angewöhnen, selbst zu prüfen, hält das unserer Empfindung stand, nicht nur unserem Gehirn. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das Gefühl, welches zum Gehirn gehört, zum irdischen Körper. Und auf der anderen Seite die Empfindung, die zum Geistigen gehört. Und diese beiden stabilen Säulen, Geist und Körper oder Geist-Seele und dagegen der Körper, sind zwei der wichtigsten, stärksten Säulen des Menschen, die beide einbezogen werden sollten ins Leben. Wobei der Geist die Bestimmung haben sollte und den Verstand oder das Gehirn als Werkzeug benutzen sollte. Das wäre der Idealfall, aber das tun natürlich die wenigsten, sondern das Gegenteil ist in den letzten Hunderten und Tausenden Jahren mehr und mehr der Fall geworden. Der Verstand, mit dem man natürlich auch digitale Identitäten, künstliche Intelligenz, Starlink-Satelliten und vieles mehr, was den Menschen jetzt an den Rand der Existenz führt, die das haben erfinden und auch umsetzen lassen, wären da innere Gewissensanleitungen gewesen, die man beachtet hätte, da wäre die Welt jetzt nicht dort, wo sie nun ist. Aber da ja wir alle mehr oder weniger träge da mitgeschwommen sind und gesagt haben, ja, das sind halt die segensreichen Entwicklungen unserer zivilisierten Gesellschaft, padauz, padam, baff. Jetzt ist es aus mit dieser zivilisierten Gesellschaft. Wir haben überzogen. Wir haben das Gewissen vergessen. Wir haben Herz und Seele vergessen bei allen Entscheidungen, die wir haben treffen lassen und die wir widerspruchslos auch zuließen. Und jetzt auf der allerletzten finalen Geraden haben wir noch ein ganz kleines bisschen Zeit, um uns in die richtige Richtung zu entwickeln, um erstmal die Entscheidung zu treffen. Und wenn wir diese Entscheidung endlich treffen, nachhaltig, nicht nur heute und dann morgen wieder schwach werden, durchhalten. Durchhalten ist das Wichtigste. Dann haben wir eine Chance. Anders nicht. Ihr werdet es sehen. Wir können doch jetzt schon genauer hinsehen. Da gibt es ganz viele, die sagen, oh ja, impfen, dann kann ich wieder fliegen, dann kann ich wieder verreisen, dann kann ich wieder alles machen. Oh danke, liebe Regierung, ist schade, dass er nicht so schnell kommt, der Impfstoff. Ohne darauf zu schauen, was viele Experten auf der ganzen Welt sagen. Hey, das ist nicht ausgereift, da gibt es Gefahren. Ja, wer sich in Gefahr begibt, der kann darin umkommen. Aber wer heute sagt, nein, ich lasse mich jetzt nicht impfen, mir ist das viel zu unsicher. Ja, okay, dann habe ich halt Probleme, das gehe ich ein. Der ist wachsam, der schaut genauer hin, der prüft.
Es ist das, was Abdruschin uns sagt in diesen drei Bänden. Und es ist auch das, was der Gottessohn uns sagt, wenn er viele Hinweise gibt, dass wir unsere Kleider, unsere Gewänder selber reinwaschen müssen, dass wir genau aufpassen müssen auf die Verführer, auf das Dunkel, auf Luzifer. Unendlich viele Hinweise gibt es für diese Zeit jetzt hier. Aber nur der, der sich darum kümmert, nur der, der wachsam ist, nur der, der viel mehr in Erwägung zieht als dieses Schmalspurfeld, auf dem heute die meisten unterwegs sind, nur der hat eine Chance, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen, und zwar mit seinem Inneren und nicht alleine mit dem Kopf. Und es ist eine rein irdische Entscheidung, wenn ich sage, ach, ich schlage das alles in den Wind, was die Leute hier warnen, diese Verschwörungstheoretiker, diese Corona-Leugner. Ich will wieder nach Mallorca fliegen und ich möchte meinen Cappuccino in der Sonne am Strand trinken, so wie ich das in den letzten Jahren auch konnte. Das sind Verstandesentscheidungen. Auch egoistische, auch dumme. Entschuldigung, ich meine, ich sitze auch gern mit dem Cappuccino am Strand und freue mich des Lebens, aber nicht um jeden Preis. Natürlich nicht. Hier geht es um uns, um unsere Existenz und es geht um weitaus mehr noch. Es geht um alles. Denn wer sich mal das jüngste Gericht genauer betrachtet, der erkennt, dass wir hier nicht nur eine Entscheidung treffen für, ja, vielleicht entwickle ich mich nicht so schnell, wie es wichtig wäre, aber dann beim nächsten Mal. Eventuell gibt es kein nächstes Mal. Eventuell ist wirklich Schluss. Auch darüber steht viel in diesen drei Bänden. Ewiges Leben. Was heißt das eigentlich? Und warum bekommt nur der das ewige Leben? Der auf Gott hört, der Gott vertraut, der in der Zuversicht ist, im demütigen Aufblick nach oben. Ja, diese Fragen wollte ich euch heute mal gestellt haben, bevor wir jetzt natürlich weiterlesen in unserem wunderbaren Buch Die blaue Insel, ein Blick in das Leben im Jenseits. Geschrieben von der Tochter von W.T. Stead. Ich muss immer eine kurze Einleitung machen für alle diejenigen, die hier neu hinzukommen. Sind in der letzten Zeit wieder einige gewesen. Und dieser Herr Stead, Schriftsteller und Autor im vorletzten Jahrhundert, befand sich unter diesen 1512 Passagieren, die auf der Titanic gegen den Eisberg geprallt und untergegangen sind. Und bevor die Zeitungen es schon melden konnten, damals hat das alles ein bisschen länger gedauert, gab es noch kein Internet, wusste die Tochter zu Hause schon in England, dass ihr Vater nicht mehr unter den Lebenden ist, weil er es ihr durchgegeben hat, weil die beiden schon zu Lebzeiten sich gekümmert hatten um vieles, was zwischen Himmel und Erde ist, so wie wir hier. Die haben sich auch so weiterentwickelt, waren neugierig, wollten mehr wissen, haben geforscht. Es war aber auch damals die Zeit, so Anfang des 20. Jahrhunderts, da sind ja viele naturwissenschaftliche Bewegungen auf den Weg gekommen, nicht nur Rudolf Steiner, sondern theosophische Bewegungen aller Art. Man hat Religionen untersucht. Unter anderem entstanden wenige Jahre später ja auch in den 20er, 30er Jahren die drei Bände im Lichte der Wahrheit. Es war eine große Zeit, was geistige Entwicklung anging. Hat sich inzwischen auch schon wieder geändert. Aber damals. Und dieser Herr Stead gehörte dazu und hat seiner Tochter vieles durchgegeben, was sie in diesem Buch veröffentlicht hat. Und gestern haben wir also darüber gesprochen, was passiert im Jenseits auf dieser blauen Insel? Welche Menschen sind da? Welche Gebäude sind für was? Und man stellt fest, das ist sehr spannend, alles, was wir hier auf Erden uns vorbereiten,
finden wir dort drüben vor. Und wenn wir hier die Sinne öffnen und sagen, oh ja, da gibt's offenbar noch sehr viel mehr im Jenseits, als wir uns das hier vorstellen können. Und natürlich ist unser Leben nicht beendet, wenn wir hinübergehen. Damit ebnen wir uns einen Weg in viel mehr Wissen auf der anderen Seite, im Gegensatz zu jenen Menschen, die sagen, oh, da ist nichts mehr. Ich bin dann mausetot. Ich übernehme auch keine Verantwortung hier für mein Handeln und die Folgen. Ich kann hier wüten, wie ich will. Tja, wenn die drüben ankommen, die haben es sehr schwer. Wer sich blind und taub stellt und auch stumm für solche Themen, der kommt da drüben blind und taub und stumm an. Der sieht nichts, es ist dunkel. Der hört nichts, es ist alles dumpf. Er kann auch niemanden fragen, weil er auch nichts sagen kann. Höchste Zeit. Ich merke so immer wieder in mir diesen Druck. Ich weiß, manchmal ist es großer Nachdruck, mit dem ich euch die einen oder anderen Dinge näher bringe. Aber ich spüre auch Entwicklungen, die wirklich auf uns zu rasen. Sehr viele Zeichen sprechen dafür, dass wir an einem ganz entscheidenden Punkt schon angekommen sind. Und das ist gut so. Es geht alles sehr, sehr schnell mit diesem jüngsten Gericht. Für viele sehr überraschend. Viele pennen ja noch. Aber für die, die offen sind, die weiter wollen, was ist der Sinn unseres Seins hier? Die haben eine gute Chance. So, ihr Lieben, also nächste Überschrift, eine Abhandlung über Ursache und Wirkung. Da schreibt der Hesdiet, beziehungsweise die Estelle, die es ja aufgenommen hat. Auf der Erde finden sehr oft heftige Diskussionen und Auseinandersetzungen über die Frage statt, ob man dies oder jenes tun dürfe oder es lieber unterlassen solle. Viele Menschen sind sehr in Zweifel darüber, ob es richtig sei, keinen Finger breit vom geraden Weg eines anständigen Lebens abzuweichen und damit auf so und so viele Annehmlichkeiten des Lebens automatisch zu verzichten. Diese Menschen vertreten die Ansicht, dass es ein großes Hindernis für ihr Vorankommen im Geschäftsleben oder bei der Arbeit wäre, wenn sie auf alle vorgeschriebenen Grundsätze der Moral, Ethik und so weiter Rücksicht nehmen wollten. Die meisten natürlich werden nie anderen gegenüber diese Einstellung offen zu erkennen geben. Sie sehen jedenfalls nicht ein, weshalb sie gewisse Handlungen und Praktiken unterlassen sollten, wenn sie mit ihrer Hilfe schneller und leichter ein bestimmtes Ziel erreichen können. Zugegeben, es ist tatsächlich so, dass verschiedene gesellschaftliche Interessen durch die Beachtung aller Grundsätze eines einwandfreien Lebenswandels eine gewisse Beeinträchtigung erleiden. Diese ist aber in jedem Falle der Unwissenheit des jeweils handelnden Menschen selbst zuzuschreiben. Immer hat ein unbefriedigendes Ergebnis bei irgendeiner Handlung konkrete Ursachen, die sich bei einigem Nachdenken auch feststellen lassen. Das nunmehr Folgende möchte ich deshalb eine Abhandlung über Ursache und Wirkung nennen. Fest steht: Das irdische Leben ist allgemein härter geworden. Das Grundschema der Schöpfung wurde mit größter Genauigkeit vom Schöpfer geplant. Und dabei wurde der individuellen Entwicklung der geschaffenen Wesen ein ganz bestimmter Spielraum eingeräumt. Die Abgrenzungen und Regeln sind eindeutig und klar erkennbar. Jeder Mensch weiß instinktiv, wenn er seine Grenzen überschreitet oder wenn er sich im Rahmen dieser Gesetze bewegt. Kein Polizeibeamter braucht ihm das zu sagen, auch wenn er sich einzureden versucht, dass eine objektiv gesehen falsche Handlung vollkommen richtig sei. Zu gleicher Zeit wird er in der Tiefe seines Bewusstseins mit aller Deutlichkeit empfinden, dass diese Handlung eben doch nicht richtig ist. Ich behaupte,
dass alle Menschen diese innere Mahnung spüren. Trotzdem ziehen es die meisten vor, sich selbst zu belügen und zu glauben, diese Stimme des Gewissens überhören zu müssen. Nicht ein einziger Mensch auf Erden kann wieder diese Behauptung aufstehen und mir nachweisen, dass ich nicht die volle Wahrheit sage. In der Regel werden die menschlichen Handlungen heute nicht am Maßstab Recht oder Unrecht gemessen. Einzig ausschlaggebend ist, ob durch eine bestimmte Handlung ein ihr angemessener irdischer Gewinn zu erzielen ist. Ich aber behaupte hier wieder, dass jeder Mensch gut und böse, Recht oder Unrecht gar wohl erkennen und unterscheiden könnte, womit nicht gesagt ist, dass er es auch tut. Sein Instinkt lässt es ihm deutlich empfinden. Es geht nicht anders. Er muss es wissen. Gerade darum ist es so erschreckend, beobachten zu müssen, wie die große Masse der Menschen um gewinnsüchtiger Motive willen den Gewissenswert ihrer Handlungen so ganz außer Acht lässt. Es ist erschreckend. Von unserer Warte aus gesehen ist es noch mehr als das. Wir müssen zusehen, wie sich die Menschen auf diese Weise selbst einen destruktiven Weg für die Zukunft bereiten. Im Jenseits werden sie einst die Früchte dieser irdischen Verfehlungen zu ernten haben. Nicht in einem Höllenfeuer, sondern in der entsetzlichen Qual ihres eigenen Gewissens. Das Ich-Empfinden und das Gemüt des Menschen haben ihren Sitz in der Seele. Das Herz betrachten wir als das Gemüt symbolisierende Organ und damit gewissermaßen als Schrein der Seele. Ihr wisst nun alle, dass dieses Organ tatsächlich in seiner geistigen Entsprechung die bestimmende Instanz für eure Gedanken und Handlungen ist. Vergessen wird jedoch zumeist, dass dort auch jeder Impuls treulich gebucht und aufbewahrt wird. Vergleicht es mit der emsigen Arbeit, die in einem großen Geschäftshaus vor sich geht, wenn ihr einen Einkauf vornehmt und nicht gleich bezahlt. Alles wird sorgfältig verbucht und geht durch viele Hände, bis euch eines Tages die Rechnung zugesandt wird. Habt ihr sie bezahlt, ist die Sache für euch zumeist vergessen. In den Aufzeichnungen des Geschäftshauses aber ist der ganze Vorgang getreulich, festgehalten und aufbewahrt. So etwa ist es auch mit dem menschlichen Gehirn und Herzen. Jeder geistige Akt, wie auch immer sein Wert, wird für alle Zeiten aufbewahrt. Der Vorgang läuft ab und ist er zu Ende, ist auch die Buchung abgeschlossen, die aber als Aufzeichnung für immer bestehen bleibt. Die Seele und die ihr entstammende Kraft, die Gedanken, die Empfindungen, sind es, die alles Irdische erschaffen und ihm Antrieb verleihen. Alles auf Erden Erschaffene ist zuerst ein geistiger Vorgang, bevor er in physische oder materielle Realität gesetzt wird. Ein jeder weiß, für jedes Gebäude wird erst ein Plan geschaffen, bevor man es errichtet. Die Gedanken kann man nun in bestimmte Kategorien einteilen. Ihr denkt beispielsweise an eure nächste Mahlzeit, was für uns ziemlich uninteressant ist. Und ihr habt zudem konstruktive oder destruktive Gedanken, die schon wesentlich wichtiger sind. Es gibt zum anderen persönliche Gedanken, konstruktive und destruktive, die eurer äußeren Erscheinung, Kleidung oder dergleichen zugewandt sind. Sie sind unwichtig, solange sie den Zufluss konstruktiver Gedanken nicht behindern. Wenn sie in dieser Hinsicht zu hemmen beginnen, verändert sich ihr ursprünglich harmloser Charakter und wirkt zerstörend.
Sie werden zum Prototyp destruktiver Gedanken, denen die Entstehung der größten Not und des meisten Elends auf Erden zuzuschreiben ist. Diese destruktiven Gedanken vermehren sich ständig und ziehen immer neue, gleichartige nach sich, bis die Menschheit in ihrer Gesamtheit, das heißt jeder Einzelne, in sich gehen und versuchen wird, ein wenig mehr sich selbst zu begreifen, bis jeder geistig über sein alltägliches materielles Denken hinauswächst und nach mehr zu verlangen beginnt, zu wissen begehrt. Dadurch wird der aktiven, aufbauenden Kraft guter Gedanken neuer Spielraum geschaffen, die allein unsere Menschheit zu retten und zu erlösen in der Lage ist. Ihr Lieben, das hat vor 100 Jahren der verstorbene W.T. Stead seiner Tochter Estelle aus dem Jenseits durchgegeben. Und ist es nicht genau das, über was wir hier die ganze Zeit sprechen? Wenn wir errettet, wenn wir erlöst werden wollen, dass wir endlich über alles, was uns bisher hier irdisch als so wichtig erschienen ist, hinauswachsen dürfen. In diesem Sinne, morgen geht es in diesem Büchlein weiter mit dem Kapitel »Wie das Diesseits, so das Jenseits«.